Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition, wo wir im Kreuzweg stehen und vor dem verschlossenen Spiegel, den wir nun mit dem Runenstein öffnen können. Ja, es klingt ja alles so, als würde es jetzt auf das große Finale hinauslaufen. Sind wir mal gespannt. Der Darvarat. Darvarat. Das ist also der Darvarat. Seht euch das an. Ein Eluvienfriedhof. Wo haben die Kunari die nur alle her? Und wie lange studieren sie die Eluvien schon? Je schneller wir ihre Invasionspläne vereiteln, desto besser. Das heißt, die Kunari haben hier etliche Eluvien hingestellt. Das hier ist wahrscheinlich... Das ist eine alte Elfenfestung. Guck dir mal die Statue da oben an. Das ist eine alte Elfenfestung, die die Kunari hier mehr oder weniger nur übernommen haben. Und hier etliche... Großer Gott, wenn die noch alle funktionieren würden. Das wäre ein riesiges Portalnetzwerk über die gesamte bekannte Welt. An etliche hunderte Orte. Sadebass? Ja. Ja, der legt's drauf an. Meine Güte, die sind aber auch. Die sind aber auch hartnäckig, die Sarebas von den. Wie Cole, niedrige Gesundheit. Glaube ich nicht. Eluvienstudien. Die Notizen auf dieser Seite sind selbst für jemanden, der Kunlat beherrscht, absolut unverständlich. Während die Handschrift den Kratzern ähnelt, die ein betrunkenes Huhn hinterlassen würde, sind die Zeichnungen hingegen äußerst genau. Sie zeigen unglaublich sorgfältige Studien mehrerer Eluvien sowie begleitende Schaubilder ihrer Funktionsweise. Schleierfeuer! Wenn das hier ist, dann brauchen wir das auch. Aber die Frage ist, wo? Das sind aber Kunari-Statuen, ne? Oder? Das sind Kunari-Statuen. Haben die die Statuen später hier angebracht? Oder hingebaut? Das ist schon verdammt beeindruckend. Geht es euch gut? Wir sollten uns beeilen. Sie kommen! Ja, mir geht's offensichtlich nicht gut. Mir eine Freude. Gib mir meine Fackel. Wo ist meine Fackel? Oh, ich meine, da ist meine Fackel. Warum nennen die Kunari diesen Plan Drachenodem? Was haben denn Drachen mit der Ermordung von Staatsoberhäuptern zu tun? Ich verstehe das alles nicht. Da unten ist der Anlandeplatz. Wie man in diese... Boah, was für ein Anblick. Diese Festung. Puh. Das hat ein bisschen was von der Himmelsfeste, ne? So von der Imposanz her, vom Eindruck, den es macht. Patrouillierende Wachen. Wir müssen sie so schnell wie möglich ausschalten. Ja, was ist das denn? Oh, großer Gott. Wenn die damit... den Süden überfallen. Aber die Kunari haben es jetzt offenbar echt drauf angelegt, ne? Es scheint ihnen völlig egal zu sein, ob sie mit dem Rest der Welt im Krieg liegen. Weil sie es mittlerweile echt drauf angelegt haben, die Sache jetzt ein für alle Mal zu beenden. Was ist los?
Könnt ihr das machen? Ich will nicht kämpfen. Dann verliert nur meine Fackel. Tür ist versperrt. Na gut. Ah, halt. Ah, da oben kommt man darauf. Okay, könnt ihr das? Das haben wir da. Ja, na toll. Und den Kampf schnell beenden, damit ich meine Fackel wieder auf. Wobei, ist es ja nicht so schlimm. Da hinten ist ja jederzeit Schlangenfeuer, das können wir immer wiederholen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist aber ein großer hier. Ich glaube, das ist ein Häuptling. Oder? Er ist einfach nur ein Speerkämpfer. Wird der Träger dieses Gürtels angegriffen, wirft er einen Teil des Schadens auf Gegner zurück. Warte mal, das wäre doch was. Ich muss gerade mal die Fackel wieder aufheben. Nicht, dass die verloren geht. Was trägt denn Cassandra gerade für einen Gürtel? Nee. Hier, den hier. Plus 40 Block Maximum. 10 Verteidigung im Nahkampf. Ich glaube, ich nehme den Gürtel der Vergeltung. Weil wir ja doch relativ häufig angegriffen werden, ne? Und die 10 Verteidigung, wow! Das ist ja eine Tresortür. Die 10 Verteidigung im Nahkampf, die können wir im Zweifel auch verschmerzen. So ist es nicht. Kommen wir denn da irgendwie rein? Nee. Die Tür können wir öffnen, so viel weiß ich jetzt schon. Aber ich will erstmal da unten... Ach nee, das müssen wir gar nicht, weil der Weg ja eh hier rauf führt. Kann ich das hier? Ich habe das Gefühl, ich sollte diese Waffen zerstören. Könnt ihr euch mal darum kümmern? Haben die Kunari überhaupt eine Vorstellung davon, womit sie es hier zu tun haben? Das Lied ist anders, aber die Teile passen zusammen. Sarat. Dieser Brief wurde eindeutig im Laufe mehrerer Tage verfasst. In den ersten Zeilen ist die Tinte bereits leicht verblasst. Elfin namens Talis. Es ist nicht länger meine Rolle, andere im Kun zu unterweisen, aber wenn es euch Frieden schenkt, werde ich euch erzählen, was ich weiß. Talis kennen wir aus dem zweiten Teil. Ihr seid in eurem Bemühen, euch und eure Bestimmung zu erkennen, nicht alleine. Viele Vidatari kommen voller Furcht und Zorn zum Kun. Diese Gefühle errichten Stein um Stein, eine Mauer um das Selbst. Sie verhindern, dass ihr andere erkennt, dass ihr die Welt seht, wie sie ist, und überzeugen euch davon, dass ihr euch allein in der Dunkelheit befindet und auf euch selbst gestellt seid. Diese Mauern sind real. Die Dunkelheit und Einsamkeit hingegen, die Welt, die sie im Selbst erschaffen, sind lediglich eine Illusion. Wenn ihr die Wahrheit erkennen wollt, müsst ihr darauf hinarbeiten, die Mauern einzureißen. Denn die Wahrheit lautet, niemand ist allein. Diese Weisheit wurde Khorslun vor langer Zeit in der Wüste offenbart. Was wie Einsamkeit erscheint, ist Verbundenheit. Was wie Dunkelheit erscheint, ist lediglich der Raum zwischen den Sternen. Der folgende Teil des Briefes ist ein wenig neuer und die Handschrift, die zu Beginn noch äußerst sauber war, ist etwas fahriger geworden, so als wäre dieser Abschnitt in Eile geschrieben worden. Und es sind nicht allein die Vidatari, die mit diesen Illusionen zu kämpfen haben. Die Welt verändert das selbst und wir müssen in ihren Gezeiten ein Gleichgewicht finden. Ich war einst ein Ashkari und habe meine Tage damit verbracht, die Lehren des Kun zu studieren und nach derselben Erleuchtung zu suchen, die Khorslun erlangt hatte. Doch meine Träume von Dämonen haben mich auf einen anderen Weg geführt. Ab hier ist das Schriftstück voller durchgestrichener Passagen und die Handschrift wird zittrig. Ein Teil der Tinte ist noch feucht. Und nun, da das Lied flüssig
durchgestrichen. Und nun studiere ich den Damm, der die Magie an ihrem Ursprung zurückhält. Wir werden durchgestrichen. Es ist unsere Bestimmung, durchgestrichen. Die Dinge ändern sich, kleine Talis. Die Welt verändert sich. Sucht eure Bestimmung in den Leuten, die euch umgeben. Und eure Rolle wird sich euch offenbaren. Erinnert euch daran, durchgestrichen. Es wird schwierig sein, in all dem Lärm Weisheit zu finden. Aber der Lärm ist nur eine Illusion, genau wie die Dunkelheit. Die Mauern jedoch sind real. Vergesst das nicht. Reißt als erstes die Mauern nieder, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Zarat. Okay. Was hat Talis damit zu... Bist du doch wieder runtergekommen? Kann ich mit? Ich hätte dich leben lassen, ne? Das ist jetzt... Ach, hier wäre auch Schleierfeuer, okay. Nun, das war wohl nicht die Lösung. Es hat nicht geklappt. Nun, das war wohl nicht die Lösung. Eine goldene Nack. Hierdurch werden deine Sammelobjekte spielübergreifend synchronisiert. Naja, aber was... Was genau? Uralte Schrift. Einer sieht den Jäger, einer flieht vor ihm. Einer macht stattdessen Jagd auf ihn, einer überlistet sie alle. Einer sieht den Jäger, einer flieht vor ihm. Fenherel. Das Wandbild. Notiz eines Ben Hasrat-Spions. Die Ausgrabungen haben ein Wandbild zutage gefördert. Vermutlich ein Selbstporträt Fenherels. Ganz offensichtlich. So, einer flieht vor ihm. Aber... Wir haben hier noch gar nicht so viele Feuerstellen. Es sind genau zwei. Oder es sind unten noch welche. Das könnte natürlich sein. Geht er hier auch noch runter? Ist das ein Astrarium? Wie haben die Kunari es hierher geschafft? Wir sollten uns vielleicht besser davon fernhalten. Manche dieser Artefakte sind tödlich. Ohohoho. Die haben aber ganz schön viele Artefakte hier hingebracht. Könnt ihr mir vorstellen, dass Dorian hier seine helle Freude hat. So, einer sieht den Jäger, einer läuft vor ihm davon. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz lesen da oben. Also er sieht den Jäger, das ist natürlich die Eule. Klar. Schön, dass das über zwei Ebenen ist, damit man immer hoch und runter klettern muss. Einer flieht vor ihm, einer macht stattdessen Jagd auf ihn, einer überlistet sie alle. Einer flieht vor ihm. Einer macht stattdessen Jagd auf ihn. Einer flieht vor ihm. Einer macht stattdessen Jagd auf ihn. Und einer überlistet sie alle, nämlich... Fenherel. Blutiger Hand. Oh. Rasende Wut. Beim Tod des Gegners werden die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit 30 Sekunden lang um 10% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar. 17% Heilung bei Tod. Mit Griff und Rune. 416 bereits jetzt als Schaden. Und mit Griff und Rune mit Sicherheit tödlicher als Hakons Barmherzigkeit.
Oh, wie schön. Ist die Frage, ob wir es dann noch nutzen können, wenn es soweit ist. Weil wir ja anscheinend dem Ende nahe kommen. Und ich will jetzt nicht nochmal ganz zurücklaufen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Protokoll einer Davarat-Torwache. Die Einträge in diesem Buch sind in mehreren unterschiedlichen Handschriften und teilweise auch verschiedenen Sprachen verfasst. Die wenigen Einträge in Gemeinsprache deuten darauf hin, dass es sich hierbei um ein Protokoll der Torwachen des Davarat handelt. Morgen. Der Hisrakith hat Artefakte angeliefert. Ihre Fundorte fehlten im Ladungsverzeichnis. Iskari erklärte mir auf Nachfrage, sie stammen aus Ruinen. Erinnert die Agenten bitte daran, dass alle Relikte katalogisiert werden müssen. Ansonsten werden die Beschwerden der Tarbas niemals aufhören. Nachmittag. 3 Kith wurden entsandt, darunter auch Iskari aus dem Hisrakith. Ich habe ihr gesagt, sie solle die Fundorte diesmal im Ladungsverzeichnis festhalten. Abend. Der Hisrakith hat sich zurückgemeldet. Iskari übergab mir das Verzeichnis, in dem lediglich außerhalb des Darvarat stand. Ich werde meinen Stan um ein Messer bitten. Ja, okay, was ist das? Oh nein. Der Schlüssel war gar nicht für das Ding hier, der Schlüssel war für... Oh Gott. Bitte kein Rätsel. Ja, mach das auch bei dem anderen. Entschuldigt, ich bin nicht gut bei Dingen, die keine Gefühle haben. Okay, der mittlere bewegt nur oben und... bewegt nur oben. Aha. Aber müsste es jetzt nicht... Müsste das jetzt nicht offen sein? Es ist offen. Gehen wir. Puh, sehr gut. Das war jetzt nicht allzu kompliziert, glücklicherweise. Auf in den Tresor der Kunari. Guten Tag. Darvarat Kaserne. Ziemlich viele Kunari hier unterwegs. Machen wir sie mal auf uns aufmerksam. Eine wirft sie in der Luft, der andere holt sie wieder runter. Finde ich gut. Ist eine gute Kombo. Hat gut funktioniert. Waren das alle? Das waren alle, glaube ich, vorerst. Schriftliche Anweisungen für neue Arbeiter. Obwohl ein Teil dieses Briefes auf Kunlat ist, wurde das meiste in der Gemeinsprache verfasst. Die Schrift ist kantig und schlicht, aber dennoch gut zu entziffern. Der Drachenode muss, ungeachtet der Schwierigkeiten im Winterpalast, fortgesetzt werden. Viele von euch sind neu unter dem Kun und haben noch nicht gelernt zu vertrauen. Eure Sorge ist verständlich, denn schließlich hat euch der Rest der Welt verraten. All jene von euch, die bereits im Darvarat waren, wissen, wie schwierig es ist, das Exemplar für die Gewinnung derart lange dort zu behalten. Wenn sich der Drachenodem verzögert, müssten wir das Exemplar beseitigen. Allerdings ist die Guardlock-Herstellung normalerweise ein langwieriger Prozess, der umfangreiche Abbauarbeiten und sorgsame alchemistische Verarbeitung erfordert. Insofern ist die Giftgewinnung unsere einzige Möglichkeit, schnell die für den Drachen-Odem erforderlichen Mengen bereitzustellen.
Sollte sich der Drachen-Odem also verzögern, verlieren wir die Möglichkeit, dem Süden Frieden zu bringen, ohne dabei unnötiges Leid zu verursachen. Das Kuhn verlangt jedoch, dass wir den Arbeitern im Süden einen blutigen Krieg ersparen und ihnen unsere Lehren bringen, bevor die Verdorbenheit dieser Länder noch weiter um sich greift. Einige von euch haben ihre Sorge um das Exemplar zum Ausdruck gebracht. Das Kuhn verlangt keine Grausamkeit gegenüber lebenden Wesen, und doch hat unter dem Kuhn jede Kreatur ihren Platz und ihre Pflicht. Das Exemplar erfüllt seinen Zweck. Wenn der Drachen-Odem abgeschlossen ist, wird es schnell und schmerzlos vernichtet. So wie wir Tiere schlachten, um Nahrung zu gewinnen. Überlasst es euren Vorgesetzten, sich um die Helfer Fenherels zu kümmern. Und vergesst nicht, welche Rolle das Kuhn euch zugedacht hat. Das Exemplar, haben die hier einen Drachen? Die haben hier einen Drachen, oder? Die haben hier einen Drachen mit reingezogen. Lagerraumschlüssel. Finde eine Möglichkeit, den Drachen-Odem zu verhindern, ja. Ich arbeite dran. Gürtel des Winterpaktes. Ah ja, okay. Da ist der Lagerraumschlüssel. Sehr schön. In der Kaserne gefundenes Tagebuch. In diesem Tagebuch finden sich mehrere Einträge, von denen einige auf Kunlat und andere in der Gemeinsprache verfasst sind. So, als hätte der Besitzer dieses Tagebuches versucht, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Folgender Eintrag steht auf der letzten Seite. Ich wurde wieder in den Palast geschickt, um Vorbereitungen zu treffen. Die Baschems bekommen nie mit, wer kommt oder geht. Der Drachen-Odem wird sie vollkommen unvorbereitet treffen. Verräterische, miese, hinterhältige. Naja, gut, das willst du machen. Wenn die halt so trainiert wurden. Keinerlei körperliche Effekte. Ja, das betrifft aber keinen Schaden, ne? Also das ist nur für wahrscheinlich irgendwie vergiftet, auf den Boden geworfen und so weiter und so fort. Und dafür ist mir der Amulettplatz dann ehrlich gesagt doch zu wertvoll, als dass ich ihn dafür verwenden würde. Diese Kanonen, die haben. Waffen herstellen, ja. Jetzt hier? Ernsthaft? Dass hier Waffen herstellen eine gute Idee ist. Aua! Bleib bei uns! Ich glaube, wir kommen dem Problem näher. Dem Problem, dass diese Schläge in der Hand verursacht. Arbeitszimmer. Das ist aber. Da ist ein Drachenkopf! Kopf! Briefe und Antwort schreiben. Inmitten eines Stapels voller Notizen findet sich auch ein Brief mit dem Siegel der Inquisition. An die verehrten Salazari, das Triumvirat des Kuhn. Im Namen der Inquisition muss ich euch hinsichtlich der feindseligen Handlungen eures Volkes in Halamshiral um Aufklärung bitten. Wir können die Angriffe eurer Ben Hasrat-Spione auf unsere Offiziere sowie die Unterwanderung und Sabotage des erhabenen Rates in Halamshiral nur als Vorspiel zu einer Kriegserklärung deuten. Sollte das Volk der Kunari Vergeltungsmaßnahmen durch die Kirche vermeiden wollen, müssen derartige feindselige Handlungen unverzüglich eingestellt werden. Hochachtungsvoll, Botschafterin Josephine Montelier. Anschließend folgen mehrere unverständliche Nachrichten auf Kunlat. Ein in einer eleganten Handschrift verfasster Brief in Gemeinsprache wurde aufgerissen und zerknüllt. Er ist jedoch noch lesbar. An Botschafterin Josephine Montelier von der Inquisition. Ungeachtet des Verlustes unseres Schlachtschiffes Braithlock und seiner 100 Seelen starken Mannschaft, während einer fehlgeschlagenen gemeinsamen Mission mit der Inquisition vor 2 Jahren möchte euch das Triumvirat der Kunari versichern, dass keinerlei militärisches Vorgehen gegen die Inquisition genehmigt wurde. Darüber hinaus hat niemand in Parvollen mögliche Aktionen im Rahmen des Erhabenen Rates bewilligt oder wird dies je tun. Wir sind bereits dabei, die Ben Hasrat-Priesterin ausfindig zu machen, die für diese nicht genehmigte Operation verantwortlich ist.
Wir versichern euch, dass jegliche feindseligen Handlungen enden werden, sobald wir sie aufgespürt haben. Ja, das ist doch Lüge. Das ist doch Lüge. Hinhaltetaktik. Nichts weiter. Der Drachenodem. Dieses Dokument scheint vollständig auf Kunlat verfasst zu sein. Es enthält jedoch einige komplizierte Zeichnungen, darunter auch detaillierte Pläne Halam Schirals, sowie weiterer Paläste und Festungen. Morrigan meinte, der Schlüssel zu einem Eluvian könnte alles Mögliche sein. Unter anderem auch Wissen oder Macht. Also häufen sie beides an. So sind sie an den Schlüsselstein gelangt und konnten all diese Eluvien öffnen. Sie haben mit Sicherheit Schutzvorkehrungen getroffen. Wir dürfen nicht blindlings in irgendetwas hineinstolpern. Oh, ist das etwa eine Ausgabe von Schwerter und Schilde? Hier? Naja gut, das würde mich nicht wundern. Ja, wahrscheinlich relativ viele auch aus der Welt hier rumliegen. Finde eine Möglichkeit, den Drachenodem zu verhindern, ja. Und ich bin immer mehr der Überzeugung, dass der Drachenodem wirklich ein Drache ist. Also ein richtiger Drache. Wie fies, die Tränke hinter einer verschlossenen Tür zu verstecken. Ja, das bedeutet, wir sind auf bestem Wege. Auf bestem Wege wahrscheinlich zum Kampf. Oh je. Oh je. Mhm, ich wusste es. Der Drachenodem ist ein leibhaftiger Drache. Tessa! Bas! Die Inquisition! Nera Atashi Asara! Nera Vas Adim Katar! Ihr seid weit genug gekommen, Inquisitor. Hier endet euer Weg. In die Schlacht! Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich würde natürlich ungern gegen den Drachen sofort kämpfen müssen. Der sieht ziemlich übel aus. Da ist wieder ein Sarebas. Den müssten wir eigentlich. Da ist Cole schon dran, glücklicherweise. Cole hat mitgedacht, schnappt sich den Magier im Hintergrund, während wir die Krieger beschäftigen. Ja, gleich kommt er runtergesaust. Was? Oh nein! Ich muss nochmal zu Dorian da hinten. Ich dachte, der wäre tot. Das ist der Sarebas. Zwei davon, ernsthaft. Da ist, das war das Guardlock, das explodiert ist hier, weil Dorian seine Feuermagie eingesetzt hat. Ach, guck mal, wer da kommt. Müssten die nicht allein schon deswegen die Guardlock-Fässer auslösen, weil sie brennen? Ja, die brennen ja mittlerweile alle. Wow. Wo geht's denn da unten hin? In der Fertigungsanlage ausgehängte Anweisungen. Teile dieser Anweisungen sind auf Kunlat und scheinen Formeln in einem unbekannten Zahlensystem zu sein. Ein Abschnitt wurde für die Vitatari-Arbeiter in der Festung übersetzt. Eingekreist, mehrmals unterstrichen und durch Pfeile besonders hervorgehoben.
Irgendjemand hat offenbar großen Wert darauf gelegt, dass er gelesen wird. Die Mischung für die Zünder besteht aus nicht mehr als einem Teil Atashi-Gift, einer ebenso großen Menge Todeswurzel-Auxin sowie drei Teilen Silberitpulver. Wird mehr Gift hinzugefügt, lösen sich die Kapseln der Zünder auf, woraufhin sich die gesamte Fertigungsanlage mit tödlichem Gas füllt. Wer noch immer Schwierigkeiten mit der Formel hat, soll mich unverzüglich aufsuchen. Wir müssen unzählige Zünder herstellen und können uns bei unserem engen Zeitplan keine weiteren Verzögerungen aufgrund von Fehlern leisten. Das ist gar keine Sprengwirkung, die hier erwirken wollen, sondern mehr eine Gaswirkung. Wow. Ich glaube, der Drache ist ein bisschen wütend auf uns, oder? Ich kann ihn leider nicht angucken von hier. Was vielleicht auch gut ist. Ja, was ist das da? Wie komme ich da? Da komme ich nicht runter. Schade. Na gut. Was uns hier erwarten wird. Ich weiß, es ist wieder fies. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.